Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana! Yay! Yeah. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die letzte Episode hat genauso gestartet. Ach Quatsch! Ziemlich genau an der gleichen Stelle. Ja. Ja, allerdings haben wir beim letzten Mal den Lava-Tempel durchgeschafft und meine Waffe ist immer noch eine Frostklinge. Ist das irgendwie Anzahl an Schlägen? Weil von Zeit kannst du mir nicht so ganz abhängen, weil das hängt irgendwie sehr lange. Ich meine eigentlich... Ich weiß gar nicht. Eigentlich müsste die langsam abklingen, ja. Scheinbar ist es doch irgendwie von Schlängen abhängig. Ich benutze die Klinge so einfach so genial. Ja, du bist einfach so gut im Zaubern. Zeig mal eben Rocky, wo wir gerade hier sind. Wir haben jetzt einen neuen Zauberer. Dann gehen wir mal kurz über die Items. Wir haben jetzt hier die Schlammbombe, einen erdelementaren Angriff. Kostet uns allerdings dementsprechend auch 3 MP, also ist recht teuer. Aber gut, Frost ist angefasst, uns auch 3 MP. Wir haben den Efeu-Mantel, eine Technik, die uns nur 1 MP kostet, die verlangsamt Gegner. Macht allerdings dafür keinen Schaden. Oh. Und dann haben wir noch den Juwelenregen, der einfach nur eine schwächere Form der Schlammbombe ist. Ebenfalls erdelementar halt, wie gesagt, schwächer. Kannst ja mal einen Juwelenregen raushauen, zum Spaß. Ja, warum eigentlich nicht? Auf die Vampir-Tulpa! Schade, ich kann irgendwie die Biene da unten nicht treffen. Die war gerade außerhalb des Bildschirms. Boom! Und tot! Ja. Yep. Und wir können mal eben über Sam's Zauber gehen. Da haben wir jetzt die Steinklinge. Damit können wir Gegner dementsprechend versteinern. Yeah. Außerdem haben wir den Turboantrieb. Damit können wir uns beschleunigen, unsere Ausweichchancen verbessern. Das ist eine wunderbare Sache. Ich glaube, unsere kritischen Treffer werden dadurch auch verbessert. Keine Ahnung. Und die Schutzaura, die unsere Verteidigung erhöht, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das macht die Schutzaura genau. Ich meine Verteidigung, ne? Da fragst du den falschen. Rick, gucken wir mal. Schutzaura Level 0. Ja, Abwehr drauf. Das ist eine gute Sache. Kann man immer mal zwischendurch gebrauchen. Dornwespe ist vereist. Da habe ich nicht viel von gesehen. Ah, mein Zauberschwert. Sams Zauberschwert. Nein. Jedermanns Zauberschwert! Das ist jetzt das ist jetzt mein Zauber, der hier gerade abgeklingt ist, der Verteidigungszauber, weil das ein Level 0 Zauber ist. Ja. Hält ja nicht allzu lange. Ja, aber warum Zauberschwindel? Jetzt ist Ach, Zauberschwindel! Ah! Zauber jetzt hab ich das richtig interpretiert. Hör auf dann mit dem Unfug kommen. Mach da lieber einen Juwelenregen rein, wenn du die da unten erledigen willst. Jetzt ist es aus dem Bildschirm. Jetzt müsstest du wieder können. Mach einen Juwelenregen rein, mein Gott! Okay. So. Juwelenregen. Bams. Trifft irgendwie nicht hast, falsch. Ich hab da oben wieder auf. Jetzt mach endlich einen Juwelenregen rein. So, jetzt ist er auch tot. Die arme Dornwespe, sie durfte nicht durch einen Juwelenregen sterben. Ja, ich konnte sie ja scheinbar nicht treffen da unten, aus irgendeinem Grund. Ja, wahrscheinlich, weil du einfach nur die falsch anvisiert hattest. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie da oben treffen kann. Kannst du uns mal kurz Steinschwerter präsentationsweise geben? Dann haben wir auch mal alle Steinschwerter. Hurra! Ring. Ja, dann haben wir die auch mal gesehen. Bams, Steinklinge. Ring, ring. So, jetzt können wir Gegner versteinern mit unseren Angriffen. Ja, hier sind nur leider keine Gegner. Hier sollte jetzt mal ein Pilzkopf kommen. Ups. Bring, Pilzkopf ist erstarrt. Ja, ne? Das Gute an dem Versteinern ist, die sind dann immer noch angreifbar, im Gegensatz zu diesen bekloppten Vereisungen, die einfach nur unglaublich unpraktisch sind, weil die Gegner nicht angreifbar sind. Wir wollen, ich weiß. Komm, mit. Okay, wir wollen also ins Hexenwäldchen. Nein, wir wollen nicht ins Hexenwäldchen, ich will ins Kamoni-Reisebüro. Ich weiß nicht, wo ihr hin wolltet, aber ich will nach Pandora rüberfliegen und nicht komplett den ganzen Weg laufen. Oh, ist doch so eine schöne Landschaft. Aber Laufen ist gut für die Oberschenkelmuskeln. Du bist ein Kobold, du hast nicht mal Oberschenkel. Ja, okay, das stimmt. So, los geht's. Mit der Kanone geht das deutlich schneller. Ja. Ich stell mir das immer noch sehr schmerzhaft vor, damit zu reisen, aber Square-Charaktere, die nehmen keinen Fallschaden, dann geht alles. Fallschaden nicht existent. Und da fliegen wir sogar mal ein ganzes Stückchen. Unser letzter Flug war ja nicht gerade weit. Das ist ein ganzes Stückchen. Wir sind eigentlich nur wieder zurück über den Elbenteich geflogen. Gut. Aber zumindest im Vergleich zu unserer letzten Reise. Sind wir wieder in Depridorf. Ja. Von der Musik her. Und ich laufe in den Hauswände rein. Ring. Hallo, tanzender Hoteljunge. Möchtest du hier übernachten? Ja, ich möchte hier übernachten. Bitte, okay. Das ist günstiger als in Zwergendorf. Scheinbar. Ja. Das stimmt, ist ja auch eine frühere Stadt. Aus irgendeinem Grund werden Hotels in Rollenspielen ja immer teurer, je weiter man in dem Spiel fortschreitet. Ja,
es wird ja besonders witzig, wenn du backtracken musst zu dem ersten Startgebiet und nur noch 10 Gold bezahlen musst. Ja. Oder wenn du da zwischendurch mal eine Stadt hast, die dir einfach mal so umsonst Übernachtung anbietet, aus welchem Grund auch immer, weil du die irgendwie gerettet hast oder sonst irgendein Mist. Oder es einfach ist halt, nur, deine Heimat ist. Ich meine, man muss das ja auch nachvollziehen. Da sind immer stärkere Monster um diese Städte drumherum, da kriegen die immer weniger Kundschaft. Nanu? Heidi? Alles in Ordnung? Heidi! Heidi! Ah, Heidi ist verschwunden! Huch, sie ist weg! Kommt, wir gehen mal zu den Ruinen da unten. Natürlich, wenn Leute einfach so verschwinden, dann gehen wir immer einfach so zu Ruinen da unten. Das ist sinnvoll. Es ist so schrecklich, die Leute benehmen sich wie Zombies. Haben wir mit der nicht schon mal gesprochen? Keine Ahnung, ich wollte sie mal ansprechen. Tja, dann gehen wir jetzt wohl mal zu den Ruinen da unten. Alle mit Steinwaffen ausgerüstet. Kommt, Ruinen da unten, ihr habt keine Chance. Oh, hallo. Typen mit Masken, von denen haben wir auch schon mal gehört. Pum 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 pum. Ich schätze mal, die Leute hier werden alle das gleiche sagen. Pum 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 pum. Okay, lassen wir den Mist. Oh, guck mal, ich hab Heidi gefunden. Deine Welt ist die Ruine hier. Ja. Punkt, 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 Punkt. Wer hat sie noch mit euch gesprochen? Keine Ahnung. Heidi hat noch niemand gesprochen. Doch, die haben mich schon mal getroffen. Egal. Sam, ich mache eine Reise ohne Wiederkehr. Es war schön mit euch. Komm schon, Heidi. Übertreib nicht so. Ihr Ignoranten! Bitch Slap! Lasst mich in Ruhe! Vor allem 3 Meter Bitch Slap! Heidi! Heidi! Hey, ihr da! Macht Platz! Macht Platz! Ja, ne? Thema Bitch Slap können wir auch. Schnell, bevor Heidi etwas zustößt. Sicher ist Hagen auch hier drin. Ja, die, ne? Die kann froh sein, dass ich meine Axt gerade nicht in der Hand hatte. Gut, dass die Kobolden sich nicht beschwert, dass sie in den Vierjahreszeitenwald will und nicht hier rein. Aber gut. Du hast ja gesagt, wir gehen da später hin. Ja, später. Ja. Ich habe ein ungutes Gefühl in diesem Tempel. Vor allem, wenn man sich schon die Musik anhört. Da frage ich mich immer, hören die Leute in Videospielen eigentlich ihre eigene Musik? Manche ich meine, abgesehen von Luigi in Luigi's Mansion. Ja, der hat die Musik auch mitsummt. Ah, auf jeden Fall ist das Steinschwert gegen diese fliegenden Viecher unglaublich praktisch. Weil diese Viecher andauernd neue Monster spawnen und zwischendurch, glaube ich, auch mal Zauber wirken. Und du kannst sie mit normalen Angriffen nicht töten. Gar nicht? Ich meine schon. Du machst nur Schaden, das Ding ist weg. Ja, ne? Wie könnte man die denn töten? Nur mit Magie? Nur mit Magie. Ach, ne. Magie will ich jetzt nicht wirklich gegen die benutzen. Warte, ich will unsere MP möglichst aufsparen. Dann lassen wir die Viecher lieber in Ruhe. Ja, ne? Dann gehen wir wohl weiter. Warte, besiegen wir noch den Zombie und dann gehen wir einfach weiter. Es ist ja nicht unbedingt lebensnotwendig, jeden Gegner zu töten. Sein Rollenspiel, man muss jeden Gegner töten. Ja, er ist gestorben. Kritische Treffer scheinen trotzdem Schaden zu machen. Kevin erreicht Level 12. Halt einen Kana-Style, ne? Alles, was sehr effektiv ist, macht Schaden, alles andere nicht. Kann das sein, dass deine Steinklinge noch nicht abgelaufen war? Nee, ich meine, alle Zauber waren die erste, die abgelaufen war. 2 Schachmeister zusammen, besiegt sie. Bams. Wir könnten natürlich gleich, wenn wir den nächsten sehen, einfach eine Steinklinge auf meine Waffe legen und ich kümmere mich dann nur um die Fliegenviecher. Und ihr kümmert euch um die Viecher. Du machst aber am meisten Schaden. Ja eben, ich kümmere mich dann halt um die Fliegeviecher und ihr kümmert euch um die Kleinen. Und danach helfe ich bei den Kleinen, wenn der Große tot ist. Das ist ja hilfreich. Bams. Können wir mal versuchen, ob das funktioniert. Dann können wir mit unseren MP ein bisschen haushalten. Wir haben ja leider noch keine MP-Heil-Items. Ich will keine vom Wurakader kaufen, die sind mir zu teuer. Oh, guck mal, neue Gegner. Ein Schwert. Autsch, das macht Schaden. Dämonenklingen oder so, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Wir könnten es nachgucken. Ja. Auf jeden Fall sind das doch ein Fleischfetzer. Aber ist das Schwert auch ein Fleischfetzer? Ich glaube nicht. Das ist eine Teufelsklinge. Das ist der Tomatenmann. Ja, der verkauft Tomaten. Kannst du mir das Steinschwert geben? Dankeschön. Yay! So, dann lade ich meine Attacke direkt mal auf Level 2 auf. Ring, ring. Ach, Mondkling. Hat er uns... Das Viech hat mir gerade eine Mondklinge verpasst. Habe ich jetzt eine Mondklinge oder das Steinschwert? Ich habe das Steinschwert, oder? Das hat sich selbst getroffen mit der... Achso, der hat sich selbst nur die Mondklinge gegeben. Ich dachte gerade, der hätte mir eine Mondklinge gegeben. Das passiert schon mal ab... hat mir jemand schnell Heilkräuter? Gibt's da im Heilkräuter? Der tickt jetzt mehr runter als ich. Ab und an hat man das schon mal, dass die Gegner einem tatsächlich elementare Klingen geben, weil sie halt elementar effektiv, elementar heilend, besser gesagt, gegen die Gegner sind. Jetzt kann ich da leider gerade nicht an den Gegner ran, weil du da sehr im Weg stehst. Mein Zauberschwert ist geschwunden und wir haben neue Heilkräuter gefunden, das war sehr hilfreich. Fleischfetzer ist erledigt.
gucken, kann ich den jetzt erwischen? Ja, nein, vielleicht. So funktioniert es auf jeden Fall bis jetzt nicht gut. Schutzaura. Aha. So kann ich ihn auf jeden Fall auch nicht treffen, während er das gerade macht. Ich gehe mal ganz kurz auf Pfeil und Bogen. Vielleicht helfen mir einfach, ne, Waffen mit Reichweite. Ring, ring. Schuss. Und ein Schaden hat's gemacht. Hey, er ist unten. Kann man ihn vielleicht... Naja. Lassen wir ihn in Ruhe. Gehen wir weiter. Dann müssen wir uns nicht mit den Viechern so lange aufhalten. Ist ja doch etwas zeitverschwenderisch. Ach, Quatsch. Das ist eine gute EP. Upsa. Null Schaden. Eieiei. Jetzt können sie keine Gegner spawnen. Ich wollte gerade sagen. Zwei Tomatenmänner und eine Teufelsklinge. Eine Teufelsklinge. Töte die Teufelsklinge. Irgendjemand ist gerade jemand vergiftet worden. Ich habe es irgendwie gerade ticken gehört, oder? Tomatenmanns Abwehr ist gestiegen. Und die Teufelsklinge gibt sich wieder eine Mondklinge drauf. Stimmt. Teufelsmondklinge. Bams. Tomatenmanns Abwehr. Bams. Auf jeden Fall sieht das viel schön golden aus, wenn er sich die Mondklinge gibt. Man sieht auch, dass er dann uns HP tatsächlich abzieht und sich selbst gibt, während er die Mondklinge drauf hat. Tja, ich wünschte, wir hätten eine Mondklinge. Das wäre eine nützliche Sache. Okay, die haben gerade meinen Abwehr draufgesetzt. Cool. Das ist sehr freundlich, danke. Er könnte ruhig häufiger machen. Was in aller Welt? Ja, ne? Kevin, Abwehr rauf. Okay. Warum nicht? Ich beschwere mich nicht. Ich will mal wieder auf das Schwert zurück. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Da unten sind noch weitere von den Mistviechern, mein Gott. Überall und überall fliegen Tomatenmänner und spawnen ihre Zombies. Ein Feuerhagel, ja, schnell weg hier. Ja, achso, ich wollte gerade. Oh. Bohn. Ring. Schaden durch effektive Bonbons vermeiden. So funktioniert es nämlich auch. Ring. Er verwendet ein Bonbon, ist sehr effektiv. Vamps, tötet die Zombies. Komm schon, hier haben wir mal wieder ein paar, die wir umnieten können. Ich will wenigstens ein paar Erfahrungspunkte hier in dem Tempel gesammelt haben. Jawohl, Sams Waffenlevel ist gestiegen. Wäre noch nicht übermäßig viel und wäre noch nicht unbedingt gegen die Tomatenmänner. Hey, der Tomatenmann ist mal wieder von irgendwas erwischt worden und ist runtergefallen. Greift ihn an. Axtangriffe, sonst irgendwas. Heilkräuter, yeah. Sehr schön, sehr schön. Und ich habe Level 13 erreicht. Das finde ich gut. Ich mag meine neuen Level. Ich hätte gar nicht mitgekriegt, dass mein Waffenlevel gestiegen war. Die Peitsche ist gar schon auf Level 1, muss man nicht mal wechseln. Das kannst du tun. Und Sam erreicht Level 13. So, weiter geht's. Ja, die Zombies sind vernichtet. Gerade eine gute Gelegenheit, um abzuhauen. Ja. Irgendwie leuchte ich gerade. Irgendwas wurde auf mich gewirkt. Scheinbar. Ach, nehmen wir mal den Boomerang. Ring. Meine Abwehr wurde erhöht. Danke, danke. Ich weiß nicht, was das soll. Vielleicht haben die irgendwelche Zauberschilde und das reflektieren. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber... Nein, Zauberschild müssen sie erst drauf machen. Ja, eben. Deswegen, das verwundert mich an der Sache. Aber warum sollten die unsere Abwehr stärken? Das ist irgendwie sehr verwirrend. Ich glaube, wenn wir die Ziele schnell genug ausschalten, während die schon den Zauber eigentlich angefangen hatten zu wirken. Das kann natürlich sein, dass sie dann uns als Ziel wählen, dämlicherweise. Aber das ist eigentlich ziemlich schwer. Wir haben es ja schon zweimal irgendwie geschafft. Es dürften nur ein paar Frames sein. Ja. Das reicht ja. Vielleicht sind wir einfach nur unglaubliche Pros. Ja. Wir sind gut in dem Spiel. Das ist einfach nur extrem gut. Verdammt. Naja. Ich bin vergiftet und einer ist am Flammen. Gehen wir aber lieber weiter. Sind mir gerade etwas zu viele. Ring. Ja. Tut mir leid, das konntest du jetzt nicht ausnutzen. Wir haben keine Waffen. Was hat das nur zu bedeuten? Haben wir etwa unser Ziel erreicht? Punkt, 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 Punkt. Mit diesen Leuten zu reden ist so unglaublich aufregend. Oh, wen haben wir denn da? Ein Maskenträger. Bist du Tantalus? In der Tat. Und euch kenne ich auch. Oh, wunderbar. Ihr seid diejenigen, die Tura besiegt haben. Eigentlich haben wir den Kuscheltiger besiegt. Ja. Lass sofort tagen und heil die frei und nimm den Fluch von den Leuten. Ach Gottchen, ihr macht mir Angst. Ha. Meint ihr etwa diese Heidi? Warum kennt er den Namen von irgendwelchen Leuten, die er irgendwann mal irgendwo übernommen hat? Vielleicht hat Heidi sich vorgestellt, ich bin Heidi. Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen. Nun ist sie meine Sklavin. Ja, ja. Ich brauche die Energie der Menschen, sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Und wenn es dann soweit ist, werden alle Menschen meine Sklaven sein. Das ist ja ein übliches Ziel. Ja, so wie dieser Zeitgenosse hier. Dumm, stumm und Hagen. Ja. Oh Gott,
Hagen! Natürlich zeigt er uns jetzt ganz zufällig von allen Leuten, die er übernommen hat, Hagen. Ja, sie hat ja auch Hagen vorgestellt. Ja. Ihr kennt ihn also. Tura hat ihn mir geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingedrungen. Er muss ein tapferer Soldat gewesen sein. Alle anderen Soldaten hat sie nicht als Opfer dargeboten. Nein, die sind ja auch von Hagen dahin geschickt worden. Die waren nicht freiwillig da. Ja. So wie ihr, oder? Hey, Richard, wir sind in dein Loch im Boden gefallen. Gut, ja, dass wir nicht auf den Klingen gelandet sind. In der Tat. Und jetzt werde ich euch die Lebenskraft entziehen. Ja, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Boss. Kevin, eine Wand! Kevin, Zauber! Das ist der nächste Boss. Ich weiß gar nicht. Nur wenn das mittlere Auge offen ist, zaubern. Nee, das geht auch, wenn das zu ist. Du kannst tatsächlich. Juwelenregen, glaube ich. Nee, Schleimbomben. Schlammbomben. Schlammbomben sind sehr effektiv gegen die Fratzen und nicht gegen alle! Das mittlere Auge ist das einzige, was wirklich zählt. Die äußeren kann man zwar vernichten, aber es bringt uns im Endeffekt nichts. Da kommt noch eine Schlammbombe, genau. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir das Viech erstmal so besiegt kriegen, ohne dass wir unsere Zauber drauf spammen. Oh, Sam ist konfus. Das heißt, Sam muss jetzt aufpassen, was er macht. Energiesog auf Sam. Das ist gar nicht nett, warte. Sam. Energiesog vermeiden durch Bonbon. Kannst du mir ein Steinschwert geben? Das wäre nett. Auge ist erledigt. Wunderbar. Danke. Fratzenwand, das ist ein schöner Name. Ja. Für eine Wand mit einem Auge drauf. Sehr wahr. Ach, er hat sich mit Kraftwasser geil, das ist aber gar nicht nett. Boah, ich kann gerade gar nicht einsetzen. Was. Bams! Du hast einfach nur keine MP mehr für eine Steinklinge, die kosten 4. Heb dir die restlichen für Kraftwasser auf. Das ist mistig. Nimmt leider nicht gerade viel Schaden durch unsere Waffen. Ah, 6. Ich glaube, das ist Schaden. Mehr einfach nur mein Bumerang. Ja. Oh, Blitzstrahl. Kann der Blitzstrahl jetzt? Ich sehe noch keinen Blitzstrahl. Das ist auf jeden Fall ein Angriff. Frostwelle. Warte, Frostwellen vermeiden durch Bonbons? Funktioniert? Das funktioniert heute sehr gut mit den Bonbons benutzen, um Schaden zu vermeiden. Ach Gott. Blitzstrahl, ein Schaden. Wunderbar. Kannst du mal mit Rocky dann ein Efeu drauf machen? Wo drauf? Auf sein Auge. Das müsste eigentlich unsere Trefferraten auf das Ding verbessern. Efeu-Mantel, Level 1. Nein, Level 0. Ja, Level 0. Stimmt, Rocky hat ja noch nichts bei dir. Auge auf! Oder Augen. Auge. Ja, halt mich, falls er mich trifft. Schon, stirb. Energiesorg Level 3. Aha. Halt zum Glück nur das seitliche Auge. Fratzenwand ist erledigt. Aha, ein kritischer Treffer. Oh. Bams! Ha! Bin ausgewichen. Ich bin gut. Ja, willst du mal Kraft, was auf uns alle wirken? Das wäre vielleicht gar nicht so übel. Eigentlich brauchst du nur das. Stimmt. Dann mach halt ein Kraftwasser nur auf mich. Ist mir auch recht. Kraftwasser Level 1. Das sollte mich mehr als voll heilen. Ah, sehr gut. Du hast damit sogar den Energiesog vermieden. Naja, gut. Er hat sich trotzdem irgendwie heilen können dadurch. Stimmt, Misty. Ja, das war jetzt wieder fehlgeteilt. Der hat gerade sein Auge zugemacht. Eine Bleinova? Was kommt denn jetzt? Kevin ist konfus. Hat mir 24 Schaden gemacht. Gar nicht nett. Mein Gott, ich schlag immer genau dann, wenn er gerade sein Auge zumacht. Ich bin echt gut mit dem Timing dafür. Aha, jetzt aber. Fratzenwand ist fast erledigt. Ach, komm schon. Bams. Ach, ja. Komm, mach eine Schlammbombe drauf. Das habe ich jetzt nicht vor zu ertragen, dass er sich mit Kraftwasser heilt. Bams, Fratzenwand. Schlammbombe, Level 0. Yay. Und Bams. Aha. Oh, Mist. Sam wurde getroffen, ne? Ja. Ring. Heilung. Das war knapp, da wärst du fast gestorben. Ich hätte noch 10 HP gehabt, das hätte ich voll gereicht. Naja, hättest du noch massig übrig gehabt für diesen Angriff, der dir gerade 12 ausgemacht hat. Jetzt stirb doch endlich, du verdammter Boss, das ist ja schlimm. Hält heute viel zu viel aus. Aha, ja, die Fratzenwand endlich ist erledigt. Und wir müssen uns mit neuen Bonbons eindecken. Der Kampf hat aber verdammt lange gedauert gegen die Fratzenwand. Ist ja auch eine Wand. Ja. Egal, haben wir halt mal einmal eine längere Episode, kann ja auch nicht schaden. Das stimmt. Yeah, alle sind happy. Hätten wir nicht eigentlich sehen müssen, wie die sich vorwärts bewegt? Die Wand? Nein, die bewegt sich nicht vorwärts. Und weiter geht's. Okay. Und wieder voll geheilt. Meine nicht, dass sich diese Wand vorwärts bewegt. Wir haben einen Bogen arbeiten, endlich! Ich kann meinen Bogen stärken, wunderbar. Das finde ich gut. So, ne, ja, Tantalus, damit bist du wohl erledigt.
Wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenigen mit dem Mana-Schwert seid. Ich werde Heidi und Hagen mitnehmen. Ihr könnt ja die Dorfbewohner haben. Halt! Nein! Hagen! Heidi! Das sind so wichtige Charaktere für mich. Ich bin sicher, wir werden uns bald wiedersehen. Bis dann, ihr Hübschen. Der Sack. Ja, ne? Das war also unser Kampf gegen die Fratzenwand und Tantalus ist einfach abgezogen. Er scheint uns einfach jetzt hier auf der Stelle umzubringen. Wie alle Bösewichte. Ja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wahrscheinlich Richtung 4 Jahreszeitenwald aufbrechen werden, weil die Koboldin da ja hin will. Und wir sonst kein besseres Ziel momentan haben. Ja, ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Aloha. Ciao.